Ja, als ich im letzten Video hier so mein Stanley Nummer 3 geschliffen habe, habe ich in den Kommentaren einen netten Hinweis bekommen, dass ich anscheinend den Winkel falsch angeschliffen habe. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe das mal getestet. Hier so, ne? Ganz kurz, welchen Winkel ich hatte. Ich habe tatsächlich einen falschen Winkel angeschliffen, also einen Winkel, der für Beitel gedacht ist. Und nicht für Hobeleisen. Also habe ich mir gedacht, ich werde das mal eben fixen und mir einen neuen Primärwinkel hier anschleifen. Und weil ich irgendwie keine Lust habe, hier ewig zu warten, nehme ich meinen 400er Abrichtstein. Das ist ein Diamantstein, den kann man irgendwie für 25 Euro auf den üblichen Großportalen kaufen und ist eigentlich fürs Messerschleifen gedacht. Aber der sollte gerade genug sein, um auch mein Hobelmesser zu schaffen. Was ich allerdings sagen muss, der Nummer 3 ja auch mit dem falschen Winkel hat ganz gut funktioniert. Habe ich überhaupt kein Problem mit gehabt. Also, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ist ja eine schön geschliffene Oberfläche, bis auf die Ausrisse hier um die Nasennuss rum. Na, aber ansonsten eine schöne Oberfläche. Kann man nichts gegen sagen. Dennoch werde ich den Spaß mir jetzt geben und das Ding einmal umschleifen. Ist ja nicht so wirklich das Problem, ne? So, was haben wir denn? Hälfte sind wir durch. Aber ich habe auch nie behauptet, ich bin Profi. Ich lerne das ja, ne? Seit 2011 oder so sammle ich Holzhandwerkzeuge und versuche mein Bestes, natürlich viel übers Internet, zu lernen, wie das alles so funktioniert. Ne? Und da bin ich über Kommentare bin ich ganz froh, weil man lernt ja nie aus. Es mag ein Grund sein, warum hier auf YouTube nicht ganz so viel von mir existiert, weil ich weiß nicht, die Kommentarlandschaft auf YouTube ist nicht so das, was man den guten Ton nennt, glaube ich, mittlerweile. Aber hey, paar von den Dingen seht ihr auch auf Instagram. Ja, alles nicht so weiter wild. So, wollen wir mal gucken, wo bin ich jetzt? Fast bis ans Ende. Also hier ist er schon, sag ich mal, so 3 mm dran und hier 3,5 mm. Das heißt, ich muss vielleicht ein bisschen mehr Druck geben. Um das wieder gerade zu biegen hier. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Weiß ich nicht. Ist eigentlich aber auch nur sekundär. Ja, mir wurde geraten, schleife das Ding auf 30 Grad an. Also habe ich mich hingesetzt, habe mir meinen Winkel hier angeguckt, ne? Und nochmal auf meine Lehre geguckt, was hier so drauf steht. Und da steht 40 mm. Und nicht, wie ich beim letzten Mal gemacht habe, 30 mm. Ja. Warum hat er so gut funktioniert? Ist doch klar. Ich hatte einen Winkel, der weit über 30 war. Über 30 Grad. Und wenn ich den dann auf so ein 45 Grad Bett lege, habe ich eigentlich nichts anderes getan, als ja, mir den Winkel meines Hobeleisens nach oben verstellt.
Im Grunde genommen, die Hobel gibt es ja auch. Darum hat er ja auch funktioniert, war scharf genug. Mit einem hohen Eisen oder einem hohen Bettungswinkel, wie man sagt, habe ich gehört, kriegt man ja besser Holz hin, was sonst viele Ausrisse hätte. Aber im Grunde genommen kann man den ja noch mal umschleifen. Ne? So, nun wurde mir gesagt, Spiegelseite abziehen und so weiter, bla bla bla. Ja, die Spiegelseite ist die hier und die habe ich abgezogen. Ich hatte also einen fein gerade abgezogenen Grat auf der Seite. Diese Mikrophasen auf der Rückseite, die spare ich mir komplett. Da habe ich gar keine Lust drauf. Und insofern, man muss das Ganze auch nicht übertreiben. Das Eisen sollte so scharf sein, dass das Holz hobeln kann. Ich mache das ja immer ganz gerne, indem ich mir ein paar Haare wegnehme. Ich bin fast fertig hier. So, nochmal den Schleifschlamm hier runterkriegen. Was ich hier auf so einem Diamantstein eigentlich benutze, ganz handelsübliches Fensterputzmittel. Könnt ihr in jedem Supermarkt eurer Wahl kaufen. Ich habe es halt hier in einer anderen Flasche drin. Was soll's. Ich mag halt die Flaschenform, ne? Ja, und so sammle ich seit ein paar Jahren Handwerkzeuge, weil die kosten ja auch Geld. Ich meine, hier der Nummer 3er hat mich jetzt über 100 Euro gekostet. Und insofern, da kauft man sich auch nicht eine ganze Batterie an einem Monat fertig. Und ja, fangt nicht an, sowas zu sammeln. Die Regale hier oben werden teuer, weil man sich ja dann doch immer wieder welche Hobel man noch brauchen könnte und wie man sich das Leben erleichtert. Fang ganz normal hier mit so einem Nummer 4er an, so ein Stanley Nummer 4 meinetwegen, und kauft euch einen kleinen Hobel, so einen Blockhobel mit verstellbarem Maul, damit ihr auch Stirnholz machen könnt. Und dann seid ihr eigentlich schon ganz gut beraten. Ein paar Sägen dazu, ein Anreißmesser. Sägeladen und sowas, ja, kann man sich alles selber bauen, ist alles nicht das Problem. Einen guten Winkel, irgendwas, was ihr vertraut, den ihr vielleicht mal nachgemessen habt, den Winkel, damit man vernünftige 90-Grad-Gehrungen machen kann. Und dann solltet ihr eigentlich anfangen können. So, was haben wir jetzt hier? Millimeter noch. Dann sind wir damit auch wieder durch. Eine kleine Faser habe ich noch dran. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Ich ziehe hier nochmal die Spiegelseite ab. Einfach nur, weil es geht, weil ich es kann. Und das Einzige, was ihr auf der Spiegelseite braucht, immer wenn man einen Stift braucht, ist er nicht da. Ich versuche euch das mal mit der Schraube zu zeigen. Das Einzige, was ihr hier wirklich braucht, ist, dass hier ganz vorne eine absolut gerade Fläche entsteht. Also sozusagen der Hobel gerichtet ist. Und wenn ihr das hier ganz vorne habt, dann sind hier hinten auch Löcher egal. Also ob das gebogen ist oder nicht. Ihr müsst nur auf die vordere Schneide achten.
Und insofern, ja, das kommt hier ganz gut. Ich gehe da noch zweimal rüber. Mache das natürlich nachher mit einem feinen Wasserstein nochmal. Ich denke so, ich werde diesmal ungefähr bei 8000 enden. Bei einem 8000er Wasserstein. Aber bei dem Wasserstein ist das immer so ein Ding, wenn man mal eben schnell was schleifen will. Die Dinger müssen 10 Minuten im Wasser liegen, bis sie keine Blasen mehr schmeißen. Und wenn das geschehen ist, dann erst könnt ihr sie verwenden. Und zum Schluss, also zumindest meine Wassersteine, dürfen dann auch nicht im Wasser liegen bleiben. Das heißt, ich muss sie jedes Mal wieder rausnehmen. Und trocknen lassen bis zur nächsten Verwendung. Und normalerweise habe ich das tatsächlich so angefangen, dass wenn ich meine Hobel viel benutze, ich sie natürlich zwischendurch schleife. Aber vorwiegend am Wochenende. Sprich, ja, ich habe ja nicht so regelmäßig Wochenende. Aber ich würde mal sagen, am Sonntag, wenn sowieso alles ruhiger ist, dann ist das ein ganz gutes Ding. So, ich bin jetzt hier mit dem Primärwinkel fertig. Mit dem Diamantschleifstein war ja gar nicht so das große Problem. Aber ich werde jetzt ohne Kamera einfach so machen. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Ich versuche das auch alles rauszufinden, wie das funktioniert. Sieht bei anderen immer so schön entspannt aus. Manchmal vertue ich mich, aber war ja nicht so, dass der Winkel nicht funktioniert hat. Insofern, jetzt habe ich einen neuen Winkel dran. Jetzt geht es gleich rüber zu den Schleifsteinen, zu den Wasserschleifsteinen. Und dann werde ich da nochmal eine zweite Phase anschleifen. Die ist jetzt 30 Grad. Die zweite Phase mache ich auf 25 Grad, ziehe dann die Rückseite nochmal ab. Wie gesagt, das muss nicht viel sein hier vorne, die zweite Phase. Aber wenn das denn geschehen ist, sollte der wieder scharf sein. Und dann probiere ich das nochmal hier ganz einfach auf dem Brettchen. Hier so ein, aus einer Europalette so ein Brettchen. Probiere nochmal, wie er dann funktioniert. Und dann kann ich euch ja beim nächsten Mal berichten. Was gut geklappt hat, war hier von meinem Stanley 40, dem Schrupphobel, das runde Eisen. Das habe ich komplett freihand gemacht und das habe ich nur auf so einem Diamond Plate gemacht. Mit 400er und dann 1000er Körnung. Funktioniert hervorragend, weil die Dinger müssen echt nicht super scharf sein. Sie müssen nur funktionieren, weil die benutzt man eh nicht zum Glatthobeln, sondern um viel Material wegzukriegen. Dafür sollten sie scharf genug sein, der Rest ist egal. Wie auch immer, ich probiere mich hier noch ein bisschen aus. Danke für den Hinweis auf YouTube. Wir sehen uns im nächsten Video.